Hallo zusammen. Ich wollte euch gerne noch ein Video nachreichen und zwar von dem letzten Gewinnspiel der Küchenspezialisten. Und zwar, das war ja die Verlosung der 10.000 Euro. Und welches bessere Ereignis kann es geben als wieder 10.000 Euro, die verlost werden als Gutschein? Und das Coole auch wie letztes Mal, ihr müsst dann nicht irgendwie eine Küche für 20.000 oder 30.000 Euro kaufen. Nein, ihr kriegt einfach einen Gutschein für 10.000 Euro. Und dass das auch wahr ist, das kann ich bezeugen. Wir haben ja letztes Jahr gedreht, das Video kommt gleich im Anschluss. Und dieses Mal haben wir nichts damit zu tun. Das bedeutet, wir machen nämlich auch mit. Man muss nichts tun, außer ein paar Fragen beantworten. Ich wollte euch das sagen, vielleicht habt ihr Bock mitzumachen. Ich habe es schon gemacht, weil ich würde gern so die eine oder andere Sache hier austauschen. Link ist unten in der Infobox. Und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Teil 1. Ich bin der Lars, ich bin 24 Jahre alt, wohne in einer schönen Altbauwohnung in Ratingen, studiere Bauingenieurwesen in Wuppertal und ich bin der glückliche Gewinner des 10.000 Euro Gutscheins von Küchenspezialisten.de. Ja, ich wohne hier schon seit knapp einem Jahr in der Wohnung mit meiner Freundin zusammen. Normalerweise sind wir zu zweit im Haushalt, wir laden allerdings auch gerne immer unsere Freunde und Verwandten ein, mit denen wir dann zusammen hier essen und kochen wollen. Also jetzt momentan stehen in der Küche maximal ich und meine Freundin und wenn wir mehrere Leute in der Küche haben wollen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Arbeitsfläche. Also kurz und knapp hätte ich gerne eine Küche, die sauber ist, viel Arbeitsfläche bietet, viel Staufläche bietet für unser ganzes Equipment. Und genug Platz für mehrere Freunde und Familienangehörige, damit wir auch nicht nur mit zwei Leuten da kochen können, sondern auch mit drei oder vier. So ihr Lieben, wir haben jetzt gerade 3 Stunden Autofahrt hinter uns, weil wir sind hier gerade in der Nähe von Düsseldorf. Denn wir werden jetzt gleich den Lars besuchen. Das ist der Gewinner des Deine-Küche-Gewinnspiels der Küchenspezialisten.de. Ja, und da werden wir uns jetzt gleich die Küche anschauen und ihm den Gewinn übergeben. Oder vielleicht behalten wir ihn auch einfach und besuchen ihn trotzdem. So, wir sind jetzt hier beim Lars in der Küche. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist es wirklich super winzig. Und du bist so groß. Ja, also du hast den Gutschein wirklich nötig. Und ich wollte mir einfach mal jetzt mal live angucken. Also was so die Probleme sind. Kannst du die mir nochmal zeigen? Ja klar, sehr gerne. Also fangen wir hier mit dem Wandregal an. Wie bereits erwähnt, ist das nur provisorisch aufgebaut und wie man sehen kann, ist das auch sehr wackelig und instabil. Hier wäre natürlich ein integriertes und geschlossenes Wandregal sehr vorteilhaft. Da bin ich deshalb mal gespannt, was hier für eine Lösung gefunden werden kann und würde mich über eine optische und praktischere Gestaltung sehr freuen. Ja, dann kommen wir zum Backofen. Also der ist schon etwas älter, gibt ab und zu sogar seinen Geist auf und im schlimmsten Fall brennt sogar beim Backpapier das Papier an. Und wir wollen ja nicht, dass irgendwann die Küche in Flammen steht und da wäre natürlich ein neuer Backofen was sehr cooles. Ja, und wie du bereits sehen kannst, Arbeitsfläche gibt es hier nicht viel. Also wenn ich mal koche, gibt es quasi nur die Arbeitsfläche hier ein kleines Stück und dann sind wir auch schon wieder bei der Spüle. Und wenn ich jetzt mal mir echt was kochen möchte, muss ich halt echt die Hälfte des Herds nehmen und darauf schnibbeln und schneiden oder hier die Arbeitsfläche. Also da bin ich echt mal gespannt, was man hier noch integrieren kann, um mehr Arbeitsfläche zu haben. Da fehlt der Griff. Ja, so auf unserer Höhe hier fehlt der Griff halt. Ne? Und der ist hier unten. Genau. Ja, das finde ich auch nicht so praktisch. Oder so ein Touch. Ja, das wäre natürlich dann was. Ja, hier habe ich einen provisorischen Esstisch richten lassen. Wie du auch hier siehst, bietet der zwar ein bisschen Arbeitsfläche, allerdings auch nicht wirklich viel. Hier bin ich mal gespannt, ob hier eine breitere Arbeitsfläche integriert werden kann, sodass halt der Esstisch und die Arbeitsfläche miteinander verbunden sind und das für mich zum Kochen natürlich wesentlich einfacher ist. Ja, ich würde sagen, wir können uns jetzt gleich auf den Weg machen ins Küchenstudio, aber vorher machen wir noch ein paar. Vorbereitung. Das heißt, wir machen jetzt noch ein paar Fotos, nehmen Maße und zeichnen den Küchenplan. Machen wir, dann kommen wir endlich rüber. Ja, auf geht's. You said let's jump on a bus and take a ride downtown.
Well, I don't know about that, but can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know.